Fast wäre der Start des goldenen Herbstes in Kirchheim unter Teck wegen dem anhaltenden Regen buchstäblich ins Wasser gefallen. Doch pünktlich zum Beginn rissen die Wolken auf und die Sonne zeigte sich. Zögerlich und mit misstrauischen Blicken nach oben bauten Eltern und Kinder in den Kirchheimer Gassen die Flohmarktstände auf. Doch ihre Mühen wurden belohnt. Mit dem besser werdenden Wetter kamen auch die Besucher. Normalerweise findet das Museumsfest im und ums Museum im Kornhaus statt. Doch in diesem Jahr mussten die Aktivitäten zum Rathaus verlegt werden. Karl-Heinz Buck vom Aktionskreis Museumspädagogik erklärt warum. Wir versuchen den Kindern Geschichte nahezubringen. Wir versuchen mit vielen Aktionen die Kinder darauf hinzuweisen, was war früher, was kann man von früher auf heute übernehmen. Und deswegen sind wir heute hier. Wir haben heute unser traditionelles Museumsfest. Leider muss ich dazu sagen, im Rathaus, nicht im Museum drüben, weil das Museum im Moment umgebaut werden soll. Und wir müssen jetzt auf hierher ausweichen. Wir versuchen zu dieser Reformationsausstellung, die drüben im Museum ist, Dinge darzustellen, Mitmachaktionen anzubieten für die Kinder aus der damaligen Zeit. Ziel der Veranstaltung ist natürlich auf der einen Seite, das Museum, die Museumspädagogik bekannt zu machen, die Kinder anzuregen, dass sie kommen. Und Ziel soll sein, dass die Kinder sehen, wie hat man früher, mit welchen Mitteln hat man früher zum Beispiel geschrieben, mit irgendwelchen Federn, selber gemachter Tinte, wie hat man Papier hergestellt mit einfachen Mitteln, also nicht geschwind in die Buchhandlung und die Holmen packen Papier, sondern ich schöpfe das Papier selber aus Rohmass. Das soll unser Ziel sein. Kinder konnten unter den Arkaden und im Foyer des Rathauses die Geschichte von der Herstellung des Papiers bis zum Druck hautnah miterleben und auch gleich selbst ausprobieren. Zuerst galt es unter fachkundiger Anleitung, Papier zu schöpfen. Danach ging es weiter zum Druck. Dort lernten Groß und Klein, dass der Erfinder des Buchdrucks, Johannes Gutenberg, erstmals auswechselbare Letter aus Metall, das sind Metallstempel mit Buchstaben als Relief, verwendete und damit den modernen Buchdruck ins Leben rief. Wurden früher Geschichten als Höhlenmalerei auf Wänden erzählt, war es im 15. Jahrhundert nun möglich, direkt auf Papier zu drucken. Den Kindern gefiel es, den Erzählern zu lauschen. Sie hatten aber auch die Möglichkeit, auf dem Kinderflohmarkt zu stöbern und das eine oder andere Spielzeug zu ergattern. Krebsstände und frisch gebrannte Mandeln ließen den Festbesuchern wohlriechende Düfte in die Nase steigen. Für die jüngsten Besucher am Starttag des Goldenen Herbstes in Kirchheim stand ein historisches Kettenkarussell bereit. Dieses wird mit Manneskraft betrieben und die Kinder freuten sich über die Rundfahrt, die einmal vorwärts und einmal rückwärts begeisterte. Die Goldenen Oktobertage werden vom Cityring Kirchheim organisiert und bieten noch bis Sonntag verschiedene Attraktionen.